Es geht um libysche Kriegsflüchtlinge, die vor 2 Jahren geflohen sind, vor dem Krieg in Libyen, vor dem Bombardement der NATO und die jetzt hier leben. Seit 8 Monaten kämpfen sie für ihr Recht, in Hamburg zu leben. Um Europa ist eine Mauer gezogen worden, die wird gesichert von der Grenzschutzagentur Frontex. In den letzten 9 Jahren sind mehr als 12.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken, als die libyschen Kriegsflüchtlinge 2011 geflohen sind. Alleine in 2 Monaten 2.500 Menschen, die ertrunken sind, weil Europa sich abschottet. Erst im letzten Monat wurde beschlossen, dass ein neues Satellitenüberwachungssystem, das die Abschottung noch perfekter machen soll, etabliert wird, eingerichtet wird. 24 Länder werden koordiniert mit Frontex das Mittelmeer überwachen. Eurosur ist der Name dieses Systems. All das hängt damit zusammen, dass Europa zwar in Afrika, im Mittleren Osten, überall Kriege mitbefördert, aber nicht mit den Konsequenzen leben will, nämlich mit den Konsequenzen, dass die Flüchtlinge aus diesen Kriegen hier in Europa sind. Jeder Mensch hat ein Recht zu leben, wo er leben will. Jeder Mensch hat ein Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Überall. Dies ist unsere Welt. Dies ist die Welt der Flüchtlinge der Gruppe Lampedusa in Hamburg. Und diese sind ein Augenöffner dafür, dass das Flüchtlingssystem in Europa, dass das Flüchtlingssystem in Deutschland pervers ist. Das ist menschenverachtend. Sie müssen leider jetzt entfernen. Sie können gerne da in der Anschluss halten.